Wirklichkeit, du warst zweimal bei ihm, du bist quasi eine von drei Leuten, die ihn überhaupt gesehen haben in den letzten Wochen. Du warst am Montag nochmal da. Wie geht's, Dennis? Wie ist dein Eindruck gewesen? Also mein Eindruck war, Dennis geht es wesentlich besser als vor 4 Wochen, als ich ihn das erste Mal besucht hatte. Dieses Mal wirkte Dennis auch viel, sag mal, normaler, also so normal, wie man halt sein kann, wenn man im Gefängnis sitzt wochenlang. Aber er scheint sich irgendwie mit der Situation einigermaßen abgefunden zu haben. Ich weiß zumindest ja auch von den Anwälten und wahrscheinlich hast du auch drüben erzählt, was hier draußen so passiert für ihn. Wie reagiert er darauf? Also was kriegt er da irgendwas von mit? Hilft ihm das ein bisschen? Ich glaube, er kriegt sehr viel mit und es freut ihn natürlich sehr und er bedankt sich auch bei allen Menschen, die sich mit ihm irgendwie solidarisch zeigen und darauf hat er auch besonders Wert gelegt. Es geht ihm nicht nur um ihn selbst, sondern um seine Kollegen, die das gleiche Schicksal teilen, die ebenfalls im Gefängnis sitzen. Es ist ja kein Zufall, dass Erdogan als eine der ersten Maßnahmen zur Abschaffung der Demokratie die Presse einschränkt, dass er regimekritische Zeitungen, Radio- und Fernsehstationen schließen lässt und Journalisten verhaften. Nein, wer die Macht ergreifen will, egal ob in der Türkei, in Russland, den USA oder damals in Nazi-Deutschland, der macht zwei Institutionen unschädlich, die Justiz und die Presse. Ich finde es zutiefst beschämend, dass erst ein deutscher Journalist in der Türkei verhaftet werden muss, damit sich etwas regt, damit wir uns aufregen. Wir Bürger, wir Journalisten. Dennis soll uns eine Warnung sein. Der gnadenlose Umgang mit ihm, die Einzelhaft, die grotesken Vorwürfe sollen uns einschüchtern, es ihm nicht gleich zu tun. Nicht über die Türkei zu schreiben, wie sie ist, sie nicht in Frage zu stellen, die Verstrickung der Familie Erdogan nicht zu beleuchten. Pech nur für Erdogan und seine Vasallen, dass Dennis so ein arschcooler Hund ist. Und auch auf der Seite derer, die das Modell der Demokratie mitsamt ihrer Pressefreiheit hochhalten, zum Symbol geworden ist. Ein Symbol für Presse- und Meinungsfreiheit, für Haltung, Widerstand und Mut.